Hallo und herzlich willkommen zum Trainingstuesday aus Nordkirchen. Heute geht es um eine weitere Möglichkeit, wie ihr um das Grün herum einen hohen Chip auf eine Fahne spielen könnt. Viele schaffen es nicht, die Handgelenke so zu koordinieren oder haben ein bisschen mehr Angst und halten zurück, wenn sie um das Grün herum in einer schlechten Lage liegen und versuchen, auf eine Fahne zu spielen, die dann auch vielleicht noch nah am Grünrand steht oder es hinter dem Grün sogar wieder bergab geht. Ich gebe euch nun eine andere Möglichkeit, eine zweite Möglichkeit, wie ihr diesen hohen Schlag spielen könnt. Also, was wichtig sein wird, ist eure Griffhaltung. Ihr greift also euren Schläger etwas kürzer und die linke Hand sollte komplett aus dem Schlag rausgenommen werden. Das heißt, ich versuche den Griff ganz schwach zu greifen. Die nächste Sache ist, ihr öffnet den Schläger und stellt den Schläger somit etwas mehr auf die Spitze. Da wir den Schaft jetzt nicht senken, sondern sogar noch aufrechter stellen, zeigt der Schläger zu weit nach rechts. Somit müsst ihr hier etwas weiter nach links zielen. Also, die Ballposition kommt mittig oder ganz leicht rechts. Ich bin näher dran, der Schlägerkopf steht mehr auf der Spitze und nun versuche ich gefühlt mehr auf meiner Ballziellinie auszuholen. Also ich schwinge meinen Schläger einfach nur gerade meinen Füßen nach rechts und gerade meinen Füßen nach links. Also der Schläger steht ein bisschen auf der Spitze und ihr schwingt von rechts nach links. Ins Loch. Ja. So, nun zeige ich euch diesen Schlag auch nochmal aus einer anderen Perspektive. So, nun die Situation nochmal aus dieser Perspektive. Wie ihr seht, liegt mein Ball so ein bisschen im Raff. Die Fahne steckt eigentlich hier mittig im Grün, aber hinter dem Grün geht es bergab. Somit greife ich meinen Schläger kürzer. Ich nehme den Schläger ganz schwach, öffne meinen Schläger. Somit steht mein Schläger mehr auf der Spitze. Ich gehe etwas näher an den Ball und nehme meinen Ball ganz leicht rechts. Da nun die Fahne nach rechts zeigt, richte ich mich nur etwas mehr nach links aus und versuche gefühlt auf meiner Ballziellinie zu schwingen. Also ich bin näher dran und schwinge gefühlt auf der Ballziellinie. Und somit könnt ihr den Ball sehr gut kontrollieren, auch jetzt ins Grüne rein, wenn die Situation hier etwas schwieriger ist. Wichtig ist, öffnet den Schläger, stellt ihn dann mehr auf die Spitze, somit hat der Schläger im Raff nicht so viel Möglichkeit, sich zu verkanten. Ihr könnt besser durch das Raff schwingen und es wird euch leichter fallen, diesen hohen Schlag so zu spielen. Ich zeige euch das nur nochmal aus einer Bergablage um das Grün herum. So, und das Ganze dann auch nochmal aus der leichten Bergablage. Wie ihr seht, das Gras wächst hier in alle Himmelsrichtungen. Ihr nehmt jetzt euren Schläger etwas tiefer, der Griff ist wieder ganz schwach. Ihr öffnet den Schläger und weil der Schläger nach rechts zeigt, richtet ihr euch wieder mehr nach links aus. Und schwingt aber auch hier jetzt wieder nur eurer Fußlinie nach, besser gesagt auf der Geraden. Ja, und wie ihr seht, kommt der Ball dann unten auf und rollt aus hin zur Fahne. Versucht das in der Form so zu trainieren, kürzer greifen, den Griff etwas schwächer nehmen und schwingt gefühlt auf der Ballziellinie, da ihr ein bisschen links ausgerichtet seid, schwingt ihr eure Fußlinie nach, versucht so ein bisschen mehr gerade im Rückschwung und gerade im Durchschwung zu sein. Und dann wird es euch auch gelingen, diese Situation gut zu meistern. Viel Spaß beim Üben und bis bald, euer Matthias.